run like I don't got any stake. Yeah, run it up. Yeah. Freust du dich? Ich freue mich wahnsinnig. Tag X, Mirth Workout. 20 Runden machen wir, also laufen natürlich am Stück davor und danach. In 20 Runden, 20 Pull-Ups, 10 Push-Ups, 15 Squats, so, das mal 20. Und ich, weil ich nur die Hälfte trainiert habe, mache ich... Du machst 20 Pull-Ups. 20 Runden, was habe ich gesagt? 20 Pull-Ups. Nein, insgesamt mache ich natürlich 100, aber jetzt bin ich jetzt schon verwirrt. Soll ich es nochmal erklären? Fünf. Habe ich am Anfang 20 gesagt? Komm, dann fangen wir an. Das heißt, ich mache heute 400. Was soll ich nochmal? Mach ruhig weiter. Ich wollte gerade erklären, wie ich es mache. Ne? Ich mache ja die angepasste Variante, weil die Originale würde ich auf keinen Fall schaffen. Das heißt, ich mache so Jumping Pull-Ups, heißt so, habe ich gelernt. Die Push-Ups mache ich auf einer Box, also so leicht erhöht, dann wird es auch ein bisschen einfacher. Und die Squats mache ich original. Ja, das ist meine Variante. Und jetzt kann Nick euch noch erklären, wie er das Ganze macht. Zeig erstmal, wie deine Variante ist. Die mache ich jetzt quasi nur vor und dann sagt er jetzt nichts mehr bei. Doch, sag mal. Also. Soll ich noch erklären? Mhm. Also Jumping Pull-Ups heißt, ich habe hier eine Erhöhung, die Stange ist 30 cm über meinem Kopf und ich gehe mal so, ich darf leicht in die Hocke gehen sozusagen, die Arme müssen ausgehängt sein und dann darf ich halt reinspringen. Ich weiß, ich muss das besser machen, habe ich schon gehört von den Experten, ich muss mehr springen, das kommt dann bestimmt im Verlauf und die Push-Ups mache ich hier auf so einer Box. Also, wie gesagt, leicht erhöht. Wird dann wahrscheinlich im Laufe des Wettkampfes auch anstrengend genug, aber reicht wahrscheinlich allemal, um mich komplett fertig zu machen. Tag X ist gekommen. Ich habe im Gegensatz zu Bocky trainiert, deswegen versuche ich regulär das Ganze zu machen mit Kipping Pull-Ups, normalen Liegestütz und auch regulären Squats. Oder soll ich meine Squats einfacher machen, Bocky? Ja, mach die einfacher. Wie macht man den einfacher? Nur zur Hälfte runter? Auf einem Bein. Nee. Also mache ich auch regulär, vorher auch und nachher. Das Laufen machen wir auch. Und wir haben uns dazu entschlossen, es gegeneinander zu machen. Da Bocky jetzt so ein bisschen eine Vereinfachung hat, wäre alles andere peinlich, als wenn er gewinnen würde. Das war falsch. Ich wollte eigentlich ja noch sagen, dass du ein Weichei bist. Ja, aber wir lügen ja hier nicht, haben wir gesagt. Ach so. Gut, dann lass uns nochmal die genauen Regeln erklären lassen von den Experten und dann wärmen wir uns kurz auf und feuern los. Okay. Wir haben die Ehre, euch beide zu judgen, beziehungsweise Nick und Bocky zu judgen. Dennis wird jetzt einmal die Übung vormachen, die auch der Nick machen wird im Workout, also quasi die RX-Variante, die Originalvariante. Zu Beginn eine Meile laufen, am Ende nochmal eine Meile laufen und dann haben wir als allererste Übung die Pull-Ups. Mit 5 Wiederholungen für die 20 Runden. Dabei starten wir vom Boden in einer ausgehangenen Position, sodass die Arme gestreckt sind. Und die Bewegung quasi so auszuführen, dass das Kinn einmal über die Stange geht. Ich würde Dennis jetzt einmal so ein Kipping Pull-Up zeigen. Genau. Aushängen, Kinn über die Stange. Genau. Da haben wir die Pull-Ups als erste Übung. Die zweite Übung mit 10 Wiederholungen, die Push-Ups. Dabei starten wir in der Push-Up-Position und schauen, dass die Arme gestreckt sind. Aus der Position berührt dann einmal die Brust den Boden, quasi als komplette Ausführung, sodass die Arme wieder gestreckt sind. Während wir judgen, werden wir vielleicht mal schauen, wenn wir so den einen oder anderen Rep haben, beziehungsweise die eine oder andere Wiederholung, dass wir mal unsere Hand auf den Boden legen, sodass die Brust wirklich auch den Boden berührt, dass wir das auch wirklich komplett sehen, sodass die Übung komplett zählt. Bei Bocky haben wir ja die Box, da kann man das relativ gut sehen. Als letzte Übung die Kniebeuge. Da starten wir auch in der gestreckten Position, sodass die Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk bzw. die Füße in einer geraden Linie sind. Aus der Position gehen wir dann nach unten und da schauen wir dann, dass das
Becken bzw. die Hüfte immer unter parallel geht, sprich unterhalb der Knie und anschließend wieder nach oben, einmal komplett in die Streckung als Full Rep, sodass wir wirklich auch da eventuell No Reps haben. Auf dem Boden haben wir einmal hier beim Bocky und hier beim Nick die Chips, 20 an der Zahl. Nach jeder Runde dürfen Sie einen Chip vom Stapel wegnehmen, 20 insgesamt, und wenn die 20 Chips hier irgendwo rumfliegen, dürfen beide wieder loslaufen und dann ist das Workout nach der letzten Meile auch beendet. Tipps zur Zeit. Tipps zur Zeit. Zur Zeit. Also es kommt immer drauf. Wie lange brauchen wir? Achso, erstmal ich judge dich, Nick, und Dennis judge den Bocky. Genau. Also ich schätze, ihr werdet unter 50 Minuten rauskommen, ganz locker, weil das Laufen halt relativ einfach für euch sein wird. Der Rest wird halt relativ anstrengend, weil es eine ungewohnte Belastung ist, aber unter 50 wird es sein. Ich hatte 4 Wochen Insights, weil ich weiß, wie fit der Nick ist, deswegen versuche ich ein bisschen Druck aufzubauen. Oh. Also ich hoffe und glaube, unter 45 Minuten, dass du es schaffen wirst. Bin ich mal gespannt. Ja. Ja, ihr habt auch noch Zuschauer. Genau. Zuschauer. Fans. Ja. Geil. Kamerakind Bocky. Du filmst beim Laufen, weil ich glaube, du läufst schneller als ich. Kann das sein? Das glaubst du nicht nur, das wird so sein. Ja. Komm los, auf geht's. Okay. Ready? Ja. Ready. Ja, das piept, oder? Ja. Viel Spaß. Oh Gott. Willst du kurz nehmen? Pass auf die Autos auf, ne? Hast du doch mir die Kamera in die Hand gegeben? Kannst du mir nicht übergeben? Ich kann mich übergeben. Nochmal. Oh, Auto. Der ADAC kommt. Also noch fühlt sich's an wie ein Zehner. Wie schnell? Ja, die Uhr pendelt sich gerade ein. 3,40, 3,45. Oh yeah. Dafür, dass du nur 4 Minuten laufen wolltest. Ah ja, schauen wir mal. Hier, ich gib's dir mal. Ich muss mich jetzt konzentrieren aufs Laufen. Scheiße, ey, du bist. Sack. Wieso? Schnell. Kannst du langsamer laufen. Was sollst du jetzt so schnell? Ich glaube, das werden wir nachher bereuen. Beide so. Ne, wir starten nicht so schnell. Wir wollen auch mal nicht langsamer. Weil wir zwei Rennpferde sind. Betonung nicht auf Pferde. Filme, ne? Jetzt noch. Übergib sie gleich einfach. Ja, nach einem viel zu schnellen Laufen für unsere Fähigkeiten ging es dann direkt in die Box rein und an die ersten Klimmzüge. Wie haben sie sich bei dir angefühlt? Was hattest du für einen Plan? Am Anfang war der Plan, möglichst schmerzbefreit durch die ganze Angelegenheit zu kommen, nicht zu überpacen. Das ist auch das, was uns ja eingebläut würde. Auf jeden Fall immer so ein bisschen unter der muskulären Ermüdung zu bleiben und immer rechtzeitig dann auch so eine Pause einzulegen. Also meine Jumping-Pull-Ups habe ich durchgezogen am Stück, so gut wie es ging, in so einem Rhythmus, möglichst flüssig, auch dann immer nicht gesplittet, sondern 5 Stück am Stück, so lange wie es ging. Bei den
Push-Ups, die ich ja auch in der Scale-Variante gemacht habe, habe ich dann direkt aufgeteilt auf 6-4 am Anfang und dann, ich glaube, erst später bin ich dann runtergegangen auf 5-5 dann irgendwie und bin dann immer weiter runter, bis ich dann irgendwann im Laufe bei nur noch 2 Wiederholungen angekommen bin. Und bei den Squats, das habe ich so als aktive Pause genutzt und immer schön 15 Stück versucht gleichmäßig durchzuziehen. Ich habe eigentlich nur versucht, auf die Atmung zu achten bei den Squats, das war alles. So, und dann habe ich irgendwann im Laufe festgestellt, dass die Pull-Ups, das, wovor ich den größten Respekt und die meiste Angst hatte, währenddessen gar nicht mehr das Schlimmste waren, sondern bei mir definitiv die Liegestütze. So ist es mir gegangen. Ich wusste es vorher schon, dass es die Liegestütze werden, weil ich es einmal so einen Quarter-Murph nochmal gemacht habe mit vorher Laufen auch wirklich. Und Gergo hatte mit mir schon so einen richtigen Plan ausgearbeitet. Also wir haben es vorher getestet und gesagt, von Anfang an Klimmzüge 3-2, immer im Wechsel, kurz runter und dann wieder weiter mit den Kipping-Pull-Ups eben. Und bei den Liegestütz halt am Anfang 4 maximal. Und nie mehr als 4. Und sobald ich merke, dass der letzte schon so ein bisschen langsamer wird, sofort auf 3 runter. Und dann irgendwann war klar, direkt 5x2, die 10 fertig und dann die 15 Squats genauso wie du auch immer in einem durchziehen. Und gut durchatmen und auf die Atmung achten und den Puls ein bisschen runterbringen. Weil dieses Hoch-Kipping-Pull-Ups, runterspringen, wieder hoch und dann dieses Liegestütz auch immer in die Position runtergehen. Nachher mein Puls ging auch wieder höher, glaube ich, bei 2-2. Mhm. Und dann wieder in die Rest-Position, um den Druck von den Armen zu nehmen. Aber durch dieses Raus und wieder rein auf den Boden ging der Puls auch nie runter, weil du immer irgendwie gefühlt eine Umverteilung vom Blut hattest. Und boah, das war einfach so irgendwie immer eine Mischung aus Puls unten halten, aufpassen, dass er nicht schwindelig wird und sauber arbeiten. Also, dass man die ganze Zeit sauber arbeitet. Und Jörg hatte mir nur gesagt so, ey, guck, ich hoffe, das sieht man jetzt hier in den ganzen Bildern, schau, dass die Pausen nie zu lang werden, sondern dass du Pausen nur machst, um ganz kurz die Arme auszuschütteln oder um den Druck, quasi die Spannung einmal aus der Muskulatur zu nehmen und dann wieder rein. Und wichtig ist, dass man die ganze Zeit einfach sauber durcharbeitet und gefühlt ein Tempo hat, wo man keine Pause machen muss. Mhm, also nicht so, fuck, jetzt bin ich zu hart, jetzt muss ich mal 30 Sekunden durchschnaufen. Da hattest du, glaube ich, du bist am Anfang ein bisschen, ich weiß nicht, ob du, man sieht es halt jetzt natürlich, aber ich habe es nicht mitbekommen beim Workout, ob du schneller gemacht hast oder einfach mehrere Reps am Anfang. Also du hast ja dann jetzt hier die ersten Male so 6 Liegestütze immer gemacht. 6-4. Genau. Und das war so ein bisschen, ja, von mir von Anfang an klar nicht 6, weil dann ist irgendwann die Spannung auf dem Arm zu hoch und dann muss man eine längere Pause machen. Die hattest du, glaube ich, nach 4-5 Runden oder sowas jetzt dann gemacht hier, ne? Ich glaube, so die Umstellung von diesem 6-4-Rhythmus auf einen anderen kam so bei Runde 6-7 dann, dass ich das so ein bisschen angepasst habe. Und klar, ich meine, die Zeit verlierst du in den Pausen, ne? Nicht währenddessen du die Übung machst. So, das ist klar. Und bei mir ist immer im Laufe der Runden sind die Pausen dann länger geworden. So. Und also ich habe halt mehrere Pausen gemacht und am Anfang habe ich es geschafft, die mehreren Pausen kurz zu halten und irgendwann sind aus mehreren Pausen halt mehrere lange Pausen geworden. So, und deswegen ist es dann irgendwie gekippt. Ich glaube, dass ich den Speed der Übung an sich, der hat sich bei mir gar nicht verändert. So, der ist eigentlich immer gleich geblieben. So, das Problem war einfach die letzten halt hinten, die letzten 3 Runden, wenn man es nachher sieht, da wird es dann doch langsamer, aber ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob man es irgendwie so das geschulte Auge erkennt vielleicht. Ich würde sagen, so in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, waren die Übungen, wie gesagt, die Ausführung der Übung an sich, die Frequenz und so, die gleiche wie vorher auch, ganz am Anfang. Nur das, wo ich dann halt durch langsamer geworden bin, waren halt, dass ich halt mehr Pausen machen musste. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal auch bei den Squats oder zweimal auch Pause eingelegt, so ganz kurz, um die Oberschenkel auszuschütteln, so ein bisschen. Das war nichts gebracht. Das war auch so eine geschummelte Pause wie du. Du hast einmal was getrunken, ne? Mhm. Aus einer Flasche Wasser. Es gibt ja eigentlich nichts Unnötigeres als das. Also ein Wasser liefert dir ja nicht mal Energie oder so, ne? Das ist halt so ein bisschen wie die erschummelte Pause. Ich gehe an die Trinkflasche, ich mache die auf, ich trinke einen Schluck. Das ist einfach wahrscheinlich eine psychologische Wohltat in dem Moment. Aber das hat ja keinen Effekt für dich. Das ist ja nicht so, dass ich sage, oh, ich verluste gleich, ich brauche bei 40 Minuten Sport, brauche ich jetzt unbedingt was zu trinken. Bei jedem 10-Kilometer Lauf der Welt würdest du nicht sagen, ich brauche jetzt hier was zu trinken. Ich meine, wir hatten 10, 11, 12 Grad in der Halle. Das war nicht sonderlich heiß. Auch draußen beim Laufen war es frisch. Und das war ja dann halt eher so, dass ich die Pausen auch gemacht habe, um ja, okay, das brauche ich jetzt. Trotzdem habe ich geschwitzt wie ein Ochse, ey. Das stimmt. Bei mir war es aber so, einfach mal irgendwie den Mund befeuchten, das hat schon viel gebracht.
Also weil ich, keine Ahnung, das war irgendwann, habe ich gedacht, boah, ich brauche irgendwie Wasser. Also das kennt man ja auch beim Sprintdistanz, beim Triathlon brauchst du auch nicht zu trinken, aber beim Laufen haust du dir trotzdem mal so einen Schluck Wasser in den Mund und spuckst es auch dann wieder aus. Aber irgendwo keine Ahnung, also ich habe die ganze Zeit gehechelt wie blöd und musste einfach da in dem Moment meinen Mund befolgen. Das war irgendwie, das tat gut. Ich hatte ja eine Uhr an, wie man sieht, die ganze Zeit, um auch so mal Puls zu messen. Leider hatte ich keinen Pulsgurt an, weil da war mir klar, der würde auf jeden Fall verrutschen bei den ganzen Verrenkungen, ja, die man da anstellt, und hatte dann die Handgelenksmessung angestellt. Und dann habe ich beim Laufen auch gesehen, dass der Puls halt auch irgendwie realistisch war mit meinem Gefühl. Bei den Übungen an sich leider nicht. Also da hat die Pulsmessung am Handgelenk nicht ganz funktioniert, weil man auch die Handgelenke super abknickt und dann der Blutfluss so ein bisschen da nicht mehr so funktioniert, wie das halt sein müsste dafür. Das hätte mich aber interessiert, weil der Puls hat sich gefühlt die ganze Zeit am Anschlag angefühlt. Also es war echt so, auch komplett mit den Pausen und so, es war die ganze Zeit so, dass du eigentlich permanent außer Atem warst. Also so von der Belastungsempfindung war es wie ein 10-Kilometer-Lauf von der Intensität. So muss man sich es eigentlich vorstellen. Ja, deswegen, ich habe auch direkt am Anfang, nach Runde 3 hier eben, wie gesehen, habe die Cappy weggeschmissen, weil irgendwie am Kopf, ich wollte nichts Enges mehr haben. Das war so, ich hatte dann irgendwann auch zwischendurch überlegt, ob ich das T-Shirt noch ausziehe, weil mir so warm war. Machen Crosswitter, ja, so habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Also es war wirklich so, keine Ahnung. Ich hätte mir auch im liebsten die Wasserpulle einfach beim Kopf gegossen, aber das wollte ich auch nicht machen, weil wir da alle waren. Aber mir ist immer bei den Liegestützen nachher so der Schweiß von der Nase getropft. Hattest du das auch? Oder? Also ich habe dann immer mal zwischendurch zu dir rüber geguckt und war mal beruhigt, wo ich auch bei dir gesehen habe, so. Ja, ich habe mir also manchmal mit dem T-Shirt halt dann so den Schweiß so weggewischt. Das vor allen Dingen von jetzt auf gleich, ne? Das ist so, das war ja. Das war schon irgendwie so beim Einlaufen, hatten wir ja noch so geplaudert, boah, ist ganz schön kalt und irgendwie so. Was ich noch hatte, ab Runde auch so 5, 6, wo es auch bei mir angefangen hat mit den längeren Pausen und so Rhythmus umstellen, haben angefangen, die Hände zu kribbeln. So. Also nicht so, wie man das kennt, wenn die mal so einschlafen oder so, nicht so wie eingeschlafene Gliedmaßen, sondern so irgendwie wie so ein Kribbeln. Krass, das hatte ich nicht. Keine Ahnung, ob da mehr Blut durchgeflossen ist oder auch wirklich über die Liegestütze, wo dann die Handgelenke ein bisschen abgeknickt sind. Hatte ich auch noch nie, aber das hat dann auch nicht mehr aufgehört. Also das hatte ich dann über eine halbe Stunde lang so ein Kribbeln in den Händen. Geil. Ja. War sehr interessant auf jeden Fall. Ja, also bei mir war es echt genau so, konnte ich es umsetzen wie geplant. Von den Raps, von der Pace her, die Pausen waren die ganze Zeit kurz, ganz am Ende sind sie minimal länger geworden. In welcher Runde hast du festgestellt, dass du schaffst? Auch in der Variante, mit der du angefangen hast. Das war so bei 11, 12. Also ich hatte Gergon gefragt, so, habe ich die Hälfte? Er so, ja, nur noch 9. Und dann war bei mir geil. Okay, das kriege ich irgendwie durch. Das geht. Und was waren bei dir die schlimmsten Runden? Also bei mir war es wirklich so Runde 3 bis 8, würde ich sagen. Und nochmal die letzten. Die schlimmsten Runden waren bei mir Runde 5 bis 20. Das hat irgendwann angefangen, schlimm zu sein und nicht mehr aufgehört, schlimm zu sein. Das war dann so ein Steady State Pain. Ich habe dann irgendwann gefühlt, habe ich so ein geiles Level gefunden, wo das anstrengend war, sau weh tat, aber irgendwie so nicht so, weißt du, nicht so richtig weh, sondern das war so dieses Gefühl, wenn du beim Radfahren richtig fit bist, und aber das war dann auch wahrscheinlich mental, weil ich so ein bisschen vor dir war. Dann ab Runde 7, 8. Wenn du so vorne fährst von der Gruppe und das fühlt sich richtig geil an, es ist hart, das tut weh, aber die hinter dir hörst du so hecheln und du siehst, da kommt keiner vorbei. So das Gefühl hatte ich, so, ich bin hier heute der Stärkste. Ja. So, und das war dann irgendwie auszuhalten. Und die letzten 4 Runden war dann klar, okay, ich schaff's auf jeden Fall, aber es tut einfach nur noch weh. Das war nochmal richtig hart, aber davor war es so irgendwie, der Puls war noch so hoch, auch durchs Laufen, glaube ich, und wir waren noch ein bisschen fitter, das heißt, du konntest die Übung auch noch ein bisschen schneller machen oder mehrere Reps machen, und das tat so weh, und dann hatte ich im Hinterkopf, fuck, das waren erst 3 Runden, noch 17, noch 16, noch 15, das ist noch ganz schön viel. So habe ich auch noch nie gedacht, also auch wenn ich irgendwie mal beim Schwimmen so 50er Intervallsets gemacht habe oder auf der Bahn 20 mal 400, also das, was man so als Triathlet kennt, ja. Habe ich nie gedacht, noch so und so viele. Denkst du so nie? Ich habe immer gedacht, so viele habe ich schon. So, und noch einen geschafft und noch einen geschafft. Krass, aber bei mir ist es komplett anders. Gar also nicht so dieses so, noch so viele. So, ne? Das ist krass. Dann immer wie so eine nicht schaffbare Aufgabe in meinem Kopf. Bei mir ist immer das Gleiche. Am Anfang, auch selbst wenn ich 100 Mal hätte machen müssen, die ersten 5 sind so, ja, ist egal, das passt. Und dann, wenn es aber hart ist und ich habe 5 oder 6 gemacht und merke, das wird nicht einfach und es tut weh, dann realisiere ich so, ey, das ist ganz schön viel und das tut jetzt noch ganz schön lange weh. Und das ist bei mir immer der Punkt, wo es mental am schwierigsten ist für mich.
So, wenn man so quasi im Workout das erste Mal so richtig angekommen ist. Das war bei mir nach fünf, sechs Runden. Und dann ist es bei mir immer, auch beim Triathlon alles, es ist bei mir immer bis zur Hälfte. Wenn ich dann die Hälfte geschafft habe und es ist irgendwie managebar, dann merke ich so, ja, ich kann das jetzt durchziehen, das tut zwar weh, aber es ist okay. Und ab da ist bei mir, dass ich dann so rückwärts rechne. Aber für mich ist mental der schwierigste Part so wirklich, aber ja, wahrscheinlich ist die Strategie, die du machst, auch besser. Ja, das ist immer, glaube ich, individuell. Jeder muss seinen Weg finden. Ne? Ich zähle auch nie rückwärts. Also jetzt bei den Liegestützen oder so, sollte man in dem Video auch hören. Ich habe immer, auch bei diesen Zweiersätzen, die ich dann gemacht habe, ich habe immer 1-2 gezählt. 1-2. Und die Gergö hat ja auch immer, oder unsere Judges, kann man ja sagen, haben ja immer 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, 7 am Stück gezählt quasi. Und das kann ich nicht. Ich muss immer... Ich kann das auch nicht. Das hat mich so verwirrt auch teilweise. Also es war dann okay, weil ich immer wusste, wo ich bin. Und ich hätte mich auch sonst selber verzählt, wahrscheinlich. Aber ich habe im Kopf, wenn er gesagt hat 10, 11, da habe ich so... rückwärts gezählt. Also bei den 15 war es für mich noch 4, 3, 2 und er so 14, 15. Ich zähle dann immer rückwärts. Weiß nicht, bei mir ist es einfacher, weil ich dann das Gefühl habe, okay, nur noch 2, nur noch 1, 0. Am Ende ist das Ergebnis von uns beiden gleich. Ne? Wir haben es beide geschafft. Nee. So. Nee, ich war schneller. Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass das für mich kein Wettkampf Mann gegen Mann war. Das war. Für mich war das ein Wettkampf ich gegen mich selbst. Ja. So, ne? Und ich meine, am Ende... ich habe ja nicht nur mich selber zwischendurch angefeuert und gesagt, so komm jetzt und so. Also irgendwie Sachen, die ich nicht unbedingt von mir kenne. Eher sowas wie dann Marathon in Eigenregie, Kilometer 41,5, wo ich mich dann auch mal selber anfeuere. Das hatte ich da jetzt wieder und ich habe ja auch dich angefeuert. So, weißt du? Und das würde ich ja in einem Triathlon, wo ich sage, so da trete ich jetzt gegen jemanden an, dann würde ich in dem Rennen ja nicht auf die Idee kommen, den anzufeuern. Sondern dann ist das mein Gegner. Ja. Und da war es eher so... Ich war total im Reinen mit mir, dass ich gemerkt habe, ich schaffe das hier. Runde 15, Runde 16 sind geschafft. Und dann habe ich gesehen, okay, bei dir auf deinem Stapel ist nur noch ein Chip sozusagen und dann kannst du loslaufen. Fand ich auch total geil. So, ne? Und wahrscheinlich, wenn es andersrum gewesen wäre und ich wäre vorne gewesen, hätte es mich vielleicht auch so ein bisschen gekickt. Aber hat mich aber auch nicht. Also Rollentausch wäre mal interessant gewesen. Auch, du hattest ja auch direkt diese gescalte Variante so. Und ich habe halt einfach nur gehofft, dass genau das, also dass ich trotzdem vorne bin, habe ich schon gehofft, weil also für mich wäre es bitter gewesen, hätte ich so hart trainiert und du wärst dann, egal ob Scale-Variante ja oder nein, wäre mir egal gewesen, wäre ich so, fuck ey, hätte ich auch nicht trainieren müssen. Ja, dann wärst du aber abgefuckt gewesen ja, von genau. der Situation. Genau, und so war es aber so, trotzdem wie ich mir es erhofft habe. Es ist ja nicht so, dass ich so komplett weg war von dir. Sondern du hast die ganze Zeit sauber durchgearbeitet, du hast auch noch immer die Reps geschafft, du hast dann diese 5 Klimmzüge immer noch, die Jumping-Pull-Ups hintereinander gemacht und gefühlt warst du immer bei mir auf den Fersen. Also ich hatte immer Angst, dass du nochmal kommst und ich wusste, dass das Laufen hart wird und ich wusste auch, dass du beim Quarter-Murph bist du nämlich auch viel schneller gelaufen, die letzten 400 Meter als ich. Du kamst ja an, ja, 3,30 den letzten. Und das hatte ich irgendwie, hat sich das bei mir ins Hirn festgemacht. Ich hatte beim Laufen Ende noch so Schiss, dass du kommst. Man sieht es ja auch in dem Video jetzt, dass das Belastungsniveau von uns beiden, glaube ich, relativ gleich war. Ja. Also wir haben uns beide gleich wehgetan. Genau, und das fand ich schön. So, ich meine, du hast 4 Wochen dafür trainiert, dass du dir mit der richtigen Ausführung, originalen Ausführung wehtun kannst. Und ich habe 4 Wochen ein bisschen weniger trainiert und konnte mir dann aber in der Scale-Variante halt irgendwie Leid zufügen. Und das fand ich eigentlich auch das Schöne an dieser Geschichte, dass es halt offensichtlich dann doch auch was für jedermann ist. So, ne? Man muss nicht so der abgefahrene Crossfit-Superathlet sein oder auch so. Ich bin und trotzdem nebeneinander so, ne? Genau. Und guck mal, wir waren auf kleinem Raum, du kannst nebeneinander machen. Wenn wir miteinander Radfahren gehen und der eine ist trainiert, der andere untrainiert, ist es total nervig. Ja, für beide. Und klar, du kannst Windschatten fahren, aber irgendwann, sobald es mal im Flachen geht das, sobald es berghoch geht, ist der fit ist, muss warten. Ja. Und das nervt total. Und da ist es so, ja, dann machst du halt einfach irgendwie Liegestütze auf den Knien oder an der Box oder springst bei den Klimmzügen oder wenn es mit Gewichten geht, nimmst du weniger Gewicht, weniger Hanteln, kleinere Kettlebells, aber du machst das gleiche Workout und kannst dich trotzdem irgendwie battlen. Der andere hat dann nur mit weniger Gewicht, weniger Reps, was auch immer und an dem gleichen Spot. Und das hat mich mega motiviert. Definitiv. Also es war halt irgendwie so, wenn ich das jetzt alleine da hätte machen müssen, auch in der Box oder auch mit einem Judge dabei und so, wäre es anders gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie mal schon
mir nur 80% eingeschenkt. Und jetzt habe ich das Gefühl, so, das war 100% Belastung. Ne? Also so wie ich mich jetzt dann auch danach gefühlt habe und der Muskelschmerz, den ich jetzt heute habe, der ganze Körper, der wehtut, das, ja, keine Ahnung, so einen richtigen Grund gab es dafür ja auch rückblickend nicht, dass wir es gemacht haben. Aber trotzdem bin ich halt die letzten 300 Meter wie ein Berserker so schnell gerannt, wie ich konnte. So einfach so. So, ne? Irgendwie ist das dann der Athlet in einem, der dann nochmal raus will. Und am Ende war es so auch der Respekt vor dem Sport, wo ich dann gedacht habe, okay, ey, wir machen hier irgendwas, dazu haben wir eigentlich keine Legitimation, ne? Wir sind keine Crossfitter, wir missbrauchen hier so einen Murph-Workout. Für so ein Hero-Workout. Ja, so, ich möchte mich darüber auch nicht lustig machen über das Ding, so, dafür ist der Respekt vor den Leuten zu groß. Das hast du auch mit Gergo gemerkt oder mit Kevin, wo wir waren, das ist so das Ding im Crossfit. Und dann wollte ich auch sagen, okay, dann gehe ich jetzt hier auch nicht und da jogge jetzt hier aus, nur weil Nick schon fertig ist, sondern bin halt dann auch deswegen halt all out gerannt, alles was ging. Das war dann nicht mehr viel, was ging, aber es war halt trotzdem alles, was in dem Moment noch möglich war. Bei mir genauso. Wir hatten, glaube ich, haben wir beide gesagt, beim letzten Lauf, also wie man aus der Box hier raushumpelt, was man hier sieht, da ist es ja so, das sieht nicht schnell aus, das war nicht schnell, aber der Puls war auf über 180 bei beiden. Voll, es wäre nicht schneller gegangen. So. Und dann, wie gesagt, Zielsprint musste auch sein und dann natürlich standesgemäß auf dem Boden sich ausruhen. Und dann war das Ding auch rund für einen selber, ne? Und wie gesagt, ich habe auch wenn ich die Scale-Variante gemacht habe, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt die Schwächlingsversion war oder sowas. Ne? Nee, also so überhaupt gar nicht. Das fühlt sich für mich vollkommen in Ordnung an, das gemacht zu haben. Für mich hat sich das ist voll interessant. Für mich hat sich sogar auch jetzt nicht so angefühlt. Du hast ja manchmal so, wenn du denkst, ja okay, jetzt fährt der, wenn wir jetzt ein Radrennen fahren würden, du würdest auf dem E-Bike fahren, dann würde ich sagen so, come on. Ja. So, nur weil du nicht trainiert hast, du Idiot. Ja. So kann man ja mal so sagen. Aber bei dem Ding hatte ich das jetzt überhaupt nicht. Also für mich war das trotzdem auch so ein, es war trotzdem ein Battle, weil ich einfach gesehen habe, wie du genauso gelitten hast wie ich. Ja, ja. Das ist auf dem Rad, ist es ja eigentlich dasselbe, wenn einer schwächer ist. Aber es ist scheißegal, du siehst es nicht so. Das ist das, was ich eben beschrieben habe. Ja. Am Rad, der ist dann weg am Berg und du denkst so, ja, okay, jetzt pimmel ich hier rum und der ist trotzdem weg und irgendwie. Ja, und da, das war geil. Meinst, ja. Das war wirklich so ein Gegeneinander und das war überhaupt keine Schwächlingsvariante, weil du hast dir da so einen rausgeschraubt und das war geil. Ja, hat mega Spaß gemacht, war eine gute neue Erfahrung. Ja. Also sicherlich was man mal so in so einer Überbrückungsphase, in der wir ja stecken, auf jeden Fall mal machen kann. Und ich glaube auch für Triathleten, ein Sport, der definitiv viel Wert hat. Also ja. So als, wenn ich jetzt eher so der Athletikmuffel bin und ich bin in der Box zum Training, dann habe ich, glaube ich, am Ende irgendwie den einen verwandten Effekt, den ich erziele. Wahrscheinlich sogar noch durch diesen VO2-Max-Aspekt im Crossfit noch ein bisschen mehr für mich getan, für die Fitness und für alles, was ich brauche im Triathlon, als nur Stabi- und Halteübungen zu machen. Ich mach trotzdem Muskulatur, Rumpf, alles, was ich brauche. Und das ist schon richtig geil. Vor allen Dingen, du musst ja nicht nur dieses Crossfit-Workout machen, du kannst ja auch, einfach, das habe ich gemerkt, ich hasse Athletik, aber es sind ganz viele geile Übungen, die klassisch Core sind, wo man ja am Ende dieses, wenn man das VO2-Max-Workout einfach weglässt, weil du sagst, ich trainiere VO2-Max auf dem Rad oder beim Laufen und es soll nicht zu viel werden, weil die Belastung sonst gesamt zu hoch ist. Allein diese ganzen Übungen mit Bändern, mit dem eigenen Körpergewicht und einseitige Sachen, wie die Leute da Bock drauf haben, das ist, wie die das machen und da Training aufbauen, da werden wir definitiv auch nochmal was mit Gergo machen, so ein Athletikprogramm für Triathleten oder sonst was, habe ich schon mit ihm gesprochen. Da geht einiges und macht viel mehr Spaß als Unterarmstütz, Seitstütz, Rückstütz. Und in dem Sinne gucken wir uns jetzt einfach nochmal an, was wir hier nach dem Workout noch zu sagen haben. Ich will nur für dieses Voice-Over noch mich bedanken beim Powerhouse, bei Dennis und bei Gergö, die uns hier geil gejudged haben, voll mega gut durch die Challenge geführt haben und ja, natürlich Gergö nochmal besser Trainer. Ich habe heute keinen Muskelkater. Respekt dafür. Danke auch von mir, dass wir da sein durften, dass wir es da durchziehen konnten und jetzt dann nochmal der Blick zurück auf die Momente nach dem Murph-Workout. Oh Gott. Wie kann man so langsam laufen? So von Puls. Bei 41, 35 warst du wieder hier drin. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich habe mal 1,34 schneller sein können. Fuck. Sehr schön. Boah, ist das hart. Wie waren die ersten Schritte beim Laufen? Scheiße. Nicht nur die ersten. Beine zu. Boah, das ganze Laufen.
Oh, scheiße, nee, die Beine gingen. Beine ist echt kein Problem, nur der Kreislauf von dem oben an der Stange, dann die Liegestütz. Die Squats waren immer gut zum Erholen, aber bei dem Liegestütz geht der Puls hoch und dann bei den Pull-Ups irgendwie kriegst du Kreislauf vom Hoch und Runter. Ja. Das ist mir nur noch schwindelig und beim Laufen dann auch sofort der Puls auf Maximum, obwohl du hier mit 6 Minuten rausschlappst. Ja. Boah. Sehr schön. Gut durchgezogen. Ich hätte am liebsten hier noch 5 Runden gemacht, aber das Laufen hätte ich gern weggelassen. Das ist ein anderes ich gedacht habe, das Laufen geht immer, aber nichts da. Ja. Oh. Das ist ein anderes Laufen. Komplett anderes Laufen. So, warten wir, bis der Bocki noch hier drin ist. Jawohl, Bocki, sauber. Komm, let's go. Sauber. Komm, letzten 200 Meter. Letzten 200. Super geile Zeit. Richtig stark. Komm, wir machen alles raus. Komm, das hast du schon 1000 Mal gemacht. Easy. Sauber, Junge. Richtig geil. Jawohl. Komm, letzten 100. Sauber. Unter 45, sehr schön. Sauber. Ich habe das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben Sport gemacht. So richtig. Aber dann erst einmal sehr viel Sport. Ich weiß gar nicht, ob ich liegen oder sitzen oder stehen will. Sehr gut durchgezogen. Ey, am Ende, ich bin gelaufen, 5 Minuten Tempo, 183er Puls. Ich hab mein Maximalpuls ist 186. Ich bin noch nie so langsam gelaufen bei so einem hohen Puls. Ja, sauber, Jungs, richtig geile Zeit. Wirklich. Erste Mal Murph. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich kann nicht mal einschätzen, ob das gut oder das nicht. Das war richtig gut, cool. Das war super. Das ist unter 45 fertig. Ey, unter 45 alle beide, du warst knapp bei 40. Richtig gut, wirklich. Also dafür, dass du 4 Wochen jetzt trainiert hast. Auch du, Bocki, hast du gesagt, du hast gar nicht trainiert. In den Abwandlungen, ey, richtig geile Leistung. Naja, aber komm, muss man schon sagen, mit den Abwandlungen ist schon mädchenhaft, ne? Aber ja. Ach, obwohl, wahrscheinlich jedes Mädchen, was hier in der Box trainiert, hätte dich geschlagen. Aber er hat den Mann durchgezogen. Wie geht's dir? Nimm die scheiß Kamera doch mal. Ich kann eh nicht mehr, ne? Ey, mein ganzer Körper ist... Oh. Aber hast du gesehen? Guck mal. Aber Bocki, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist aufstehen und dann gehen. Wenn du jetzt dein ganzer Körper in so einem Modus reinkommt. Also meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, Bocki. Ich habe mein Handy hier so reingehängt. Aber weißt du, das Training hat sich ausgezahlt. Bei mir auch. Nee, das war das fast, ich glaube, das war das Härteste, was ich im Sport je gemacht habe. Bei mir war es, ich habe es eben gesagt, definitiv das Härteste, was ich je gemacht habe und der allerhärteste Lauf in meinem Leben, weil am Ende, nach dem Workout hier rauslaufen, ich bin hier vom Hof gelaufen, das sind so 30 Meter, da habe ich überlegt, ob ich nochmal abbreche. Und die Kurven, so riesige Kurven gelaufen. Krass, richtig krass. Ja, meine größte Angst war, ich bin vor Bocki fertig geworden und hier ist so, du läufst vom Hof, dann ist eine lange Gerade runter und ich habe wirklich hinten an der Ecke, habe ich mich umgedreht und geguckt, ob du vom Hof läufst, weil ich richtig Schiss hatte. Ich war so langsam, mein Puls war auf komplett Maximum und ich dachte, ey fuck, wenn der jetzt in die Ecke kommt und ein bisschen besser ist als ich, dann kriegt er mich noch. Und das hat mich so angetrieben, dass ich irgendwie noch Gas gebe, sonst wäre ich echt einfach gegangen. Ich hätte das gar nicht. Ich habe die ganze Zeit gar nicht daran gedacht, ob ich das schneller kann als du oder ob ich ihn noch einhole. Das war eher so, ich war ja selber davon beeindruckt, wie gut du das gemacht hast. Also es war ja überraschend. Überraschend gut. ich hab trainiert hier. Mein Trainer hat. Und ich habe dich ja eher zwischendurch angefeuert. Das Lob hier.
gutes Teamwork bei euch beiden. Und ich habe dich ja sogar noch angefeuert zwischendurch, also mir war das tatsächlich egal, wie ich abschneide. Du wolltest nur ich wollte es schaffen und ich habe es geschafft und das hat mich dann auch sehr zufrieden jetzt gemacht. Und ich habe noch eine Sache am Anfang, das habe ich dir eben auch schon gesagt, du hast mich am Anfang ganz schön nervös gemacht, weil Bocky ist hier mit dem Tempo reingestartet, auch bei den Squats, bei allen Sachen und war die ersten 4 Runden, 5 Runden, auf jeden Fall warst du vor mir und ich dachte so, fuck, was für ein Arsch. Und ich wollte gerade anfangen zu pöbeln und da war so eine Runde, ich weiß nicht, ob es die 4. oder die 5. war. Die 6. Runde war wieder gleich auf. Und wo dann du auf einmal so eine lange Pause machen musstest irgendwo und dann haben wir gleich auf. Da war ich so, hä? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du eine Pause gemacht hast. Wo war das? Bei den Liegestützen, oder? Ja, ja, die Liegestütze, die hast du von der Frequenz her auch schneller gemacht als ich. Du hast nur eine andere Satzaufteilung gemacht. Und ich meine, bei Runde 6 oder 7 war das bei mir, wo ich habe immer so 6-4 gemacht und dann habe ich das umgestellt. Und da habe ich einmal eine längere Pause gemacht. Da habe ich dich gekriegt. Ja. Geil, geil, dass wir durchgezogen haben. Mega geile Erfahrung, finde ich. Ich brauche jetzt wahrscheinlich erstmal 3 Wochen Erholung, auch mental von dem Ding. Weil das war nicht einfach. Und wenn ihr CrossFit machen wollt, auf jeden Fall ausprobieren. Aber vielleicht nicht mit Murph, das können wir jetzt, glaube ich, sagen. Also startet mit der Hälfte, das reicht. Es gibt cleverere Start-Szenarien als den Murph. Und jetzt können wir noch vielleicht eine Einschätzung zum Abschluss von den Experten bekommen und dann... Wie die Zeit so war. Und dann verabschieden wir uns wieder zu Sportarten, die uns bekannt sind. Schwimmradfahren auch. Ich gehe jetzt erstmal auf die Couch. Also Einschätzung, wie war die Zeit? Können wir uns damit sehen lassen? Dürfen wir nochmal wiederkommen? Ihr könnt euch auf jeden Fall damit sehen lassen. Also es war, für das ihr 4 Wochen CrossFit wirklich trainiert habt, war das eine brillante Zeit. Alle beide unter 45 Minuten mit mehr oder weniger Training. Ja, sehr gut. Ja, von mir aus auch genau das Gleiche. Also ich bin sehr stolz auf dich, Nick. Hast du echt super gemacht. Meine größte Sorge war vor 4 Wochen, dass du die Pull-Ups so hinkriegst. Das war auch das Ziel, was wir definiert haben, ne? Dass du die Kipping-Pull-Ups auch schaffst im Workout. Und das hat super geklappt. Von daher, das war echt mega. Die Zeit war geil. Und das, was wir im Nachhinein auch festgestellt haben, was das Schwerste an dem ganzen Workout war, also die Push-Ups, haben auch super geklappt. Ja, relativ früh die Sätze aufgesplittet. Und dafür, dass du jetzt oder ihr 4 Wochen lang trainiert habt oder auch weniger trainiert habt, war das echt eine sehr geile Leistung. Und das hat super Spaß gemacht, auch die 4 Wochen das mitzubegleiten. Von daher auf jeden Fall Daumen hoch und geile Leistung von euch beiden. Und man definitiv muss nochmal sagen, dass man auch sehen kann, dass egal ob man es RX, wie man es nennt, also wie beschrieben oder halt auch skaliert, dass es trotzdem ein gutes Workout, dass es trotzdem sehr anstrengend sein kann und es nicht immer nur die Übung, wie es beschrieben ist, dass man die immer machen muss, damit man ein geiles Workout hat. Ne? Man kann es immer skalieren, man kann immer mit jemand anders zusammen trainieren und trotzdem eine geile Zeit haben. Auf jeden Fall, so wie man jetzt auch gesehen hat, ne? Relativ lange gleich auf, obwohl ihr verschiedene Übungen gemacht habt. Von daher war das auch sehr spannend. Was willst du schon, ja? Andere Übungen. Du musst also nochmal ran. Ich mache heute nicht mehr, ich mache morgen wieder.